Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fried. Heute schauen wir nicht nur auf eine super starke Taktik, nein, in dem Zusammenhang natürlich auch auf eine super starke Truppe, und mit der habe ich einfach mal im CW eine super starke Base zerlegt. Wir werden uns das mal im Detail angucken. Es geht um den Drachenreiter, aktuell glaube ich die, ja im Endeffekt die stärkste Truppe, kann man eigentlich so sagen. Wird natürlich auch von sehr vielen genutzt, diese Truppe, muss man sagen. Sehr, sehr stark, sehr, sehr vielseitig einsetzbar, eigentlich bei Luftangriffen. Jo, ne, würde ich mir sagen, ja, was heißt vielseitig einsetzbar? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also man kann sie schon in der einen oder anderen Taktik benutzen. Und ich nehme eigentlich immer, oft, wenn ich sie spiele, nehme ich noch Drachen mit dabei. Allerdings nehme ich auch noch einen Supermauerbrecher mit, fülle das Ganze dann noch mit zwei Bogies auf. Und jetzt gucken wir uns mal an, was habe ich gemacht, wie habe ich das gemacht, auf was muss man achten, wie muss man das spielen. Bis gleich. Also, das ist die Base des Gegners. Es fällt sofort auf, die Mauern sind natürlich nicht gut. Allerdings, wir sehen das an den Gebäuden. Die sind schon einigermaßen, also mit einigermaßen meine ich, die sind schon alle sehr, sehr gut gelevelt. Also, das ist in Ordnung. Da sind ein paar Bogentürme, stehen da natürlich noch hinten dran. Allerdings, hier hat er ja auch schon die Kanonen, hat er schon auf maximalem Level gezogen. Ich meine, die hier unten jetzt fehlt noch. Allerdings, die Hauptsachen. Adlerdev, Katapulte, Rathaus ist 3 Sterne, muss man sagen, ist... Wir werden sehen, was passiert ist. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gesehen, die Klammburg ist relativ nah hier bei dem Inferno-Turm. Bedeutet, habe ich mich dann entschieden, diese nicht zu locken, weil ich gedacht habe, wenn jetzt was rauskommt, dann kann ich direkt beides auf einmal freezen hier. Vielleicht noch in Kombination mit dem Burgenturm, und dann ist das auch geregelt. Ich habe mich dazu entschieden, von hier oben anzugreifen. Von der Seite hier bedeutet, ich blitze dann auf jeden Fall immer den Luftweger auf der gegenüberliegenden Seite. Hab mir gedacht, wenn ich die Helden auf die Seite hier setze, kann ich direkt gerade durch dann irgendwann zur Adlerdev und natürlich dann auch noch zur Luftabwehr und die beiden Sachen schon mal wegmachen. Damit meine Drachen gleich schön hier geradeaus durchfliegen. Ja. Und dann noch hier vielleicht da hinten hinfliegen zum Rest und dann, ja. Also im Endeffekt hatte ich gar nicht vor, 3 Sterne zu holen. Das kann man natürlich niemals garantieren. Man geht erstmal natürlich davon aus, man holt, beziehungsweise ich gehe immer davon aus, ich hole erstmal 2 Sterne. Und der 3. Stern in diesem Fall ist dann, ja, ist dann quasi Bonus. Wir machen auch gleich noch einen Live-Angriff damit. Ich habe aber erst noch einmal Super-Go-Weavy ausgebildet. Und jetzt gucken wir mal drauf. Der König läuft durch. Das ist schon mal gut. Und jetzt schnappt er sich noch schön die Adlerdev. Wieso will ich mal Luftabwehr sagen? Nein, die Adlerdev. Die Adlerdev hat er sich noch geschnappt. Das ist schon mal gut. So, jetzt hat er eine Skelettfalle gelockt. Ist aber noch in Ordnung. Königin wird ja noch jetzt gerade von dem Einhorn geheilt. Das ist gut. Jetzt soll sie sich noch die Luftabwehr schnappen, was sie auch noch tut. Dann hat sie im Endeffekt ihre Aufgabe auch schon erfüllt. Das Einhorn ist jetzt gleich sowieso weg. Königin kümmert sich jetzt noch um so ein paar Gebäude, die da noch so rumstehen. Lasse ich natürlich dann eigentlich jetzt immer noch laufen. Wir sehen das ja jetzt. Sie ist ja noch dabei. Sie ist immer noch dabei. Sie ist immer noch dabei. Sie ist immer noch dabei. Und ja, ich konnte sie nicht mal mehr zünden. Das war einfach nur, das habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, das war natürlich einfach super schlecht. Das muss man sagen. Das war natürlich einfach super schlecht. Das hätte ich auf jeden Fall noch machen müssen. Das kann ich euch auch nur raten. Macht nicht den Fehler, den ich gerade gemacht habe. Verlasst euch nicht auf die Autozündenfähigkeit. Denn wir haben es ja gesehen, wenn da noch was drauf schießt und sie hat nicht mehr viele Trefferpunkte. In dem Fall war es ja wirklich kaum noch was. Sie hatte kaum noch Trefferpunkte. Wenn sie kaum noch was hat, verlasst euch wirklich nicht drauf. Denn dann kann es sein, dass diese Fähigkeit nicht mehr rechtzeitig ausgelöst wird. Und dann haben wir genau das, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Ne? Dann ist sie nämlich kaputt. So. Ich setze dann die Drachen ein bisschen weiter verteilt, vorher noch die Ballons gesetzt, genau deswegen, damit dann halt diese suchenden Luftminen abgefangen werden und natürlich auch sonstige Sachen abgefangen werden, wie die normalen Luftminen. Dann, nachdem das geschehen ist, die Drachenreiter auch ein bisschen verteilt setzen, sie machen ja keinen Flächenschaden, sie machen alle eigentlich relativ viel Schaden bei einzelnen Verteidigungsanlagen natürlich, also sie gehen da einzeln drauf, werden wir jetzt sehen, da zack, 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 so. Allerdings, ja, sie gehen jetzt so ein bisschen zusammen, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt schon mal gleich jetzt den Warden zu zünden, damit das Zeppelinchen schön durchfliegen kann. Wutzauber drauf und noch ein Freeze drauf, 2 Drachen drin und noch ein Ballon und zack, 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 war dann das Ganze auch schon durch. So, und da sehen wir das jetzt. Inferno-Turm und Clanburg mit den Super-Luckys habe ich dann mal schön gefreezed und nochmal einen Giftzauber drauf. Und jetzt beginnt Phase Nummer 3 des Angriffs. Was ist Phase Nummer 1 gewesen? Klar, mit den Helden des Zeugs da wegmachen. Phase Nummer 2, das Ganze zu setzen natürlich. Unsere Drachen und unsere Drachenreiter.
gemeinsam mit dem Warden und mit dem Zeppelin. Dann Phase Nummer 3, die Gladi. Ich wusste, die Clanburg ist down, bedeutet, da konnte schon mal nichts mehr rauskommen. Ich habe gesehen, die Drachen hier fliegen auch in Richtung von dem König, bedeutet, da sind wir auch relativ safe. Hatte dann gehofft, die Gladi läuft zack, 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 so in die Richtung. Hatte noch einen Freeze-Zauber übrig, von daher passt das auf. Und jetzt sehen wir das da oben. Der König ist nämlich jetzt gleich unter Beschuss und wird dann hoffentlich zerstört. Das Katapult schießt. Und da konnte ich jetzt schon mal schön freezen. Bedeutet, die Gladi läuft jetzt richtig schön auf das Katapult zu. Die Drachen oben sind unter Beschuss von dem Katapult gewesen, aber das ist in Ordnung. Besser sie als die Gladi. Und jetzt läuft sie dahin, kümmert sich noch um den Inferno-Turm, kümmert sich noch um die Kanone. Jo. Und dann haben wir jetzt noch zwei Drachenreiter. Da oben sehe ich auch noch einen Drachenreiter. Bedeutet, wir haben noch drei Drachenreiter. Wir haben noch den Warden übrig. Die Gladi ist... Wo ist sie? Wo ist die Gladi? Wo ist sie draufgegangen? Ah, da. Da ist sie draufgegangen. In der Mitte. Da. Da ist die Gladi draufgegangen. Und jetzt sehen wir noch, da unten hat er noch eine kleine Tesla-Farm gehabt. Bedeutet, die muss natürlich noch eben weg. Haben wir jetzt gemacht. Und jetzt haben wir noch übrig zwei Drachen, die Eule und noch den Drachenreiter. Ja, war am Ende noch ein bisschen knapp von der Zeit her, aber es hat noch gereicht. Und dann waren es 100%. Ist im Endeffekt erstmal eine solide Zwei-Sterne-Taktik, kann man sagen. Und es ist unglaublich, dass wir diesen Krieg hier nicht... dass wir ihn schon gewinnen, okay? Aber dass wir nicht aufsteigen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass wir nicht aufsteigen. Es ist echt eine Schande, wirklich. Das muss ich sagen. Es ist... Ach, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Oh, wir haben übrigens einen Zauber zu wenig. Leute, okay. Warum habe ich keinen Schub mehr? Ah, ich hatte nie einen Schub. Ich hatte nie einen Schub für die Zauber. Ich habe überall einen Schub reingedroschen, außer da. Alles klar. Jetzt sind wir aber soweit. 8 Hexen, 4 Golems, 8 Magier, 4 Bogies. Das passt auch alles. Was suche ich jetzt? Hier den Warden mal eben auf den Boden stellen. Ansonsten ist alles fertig. Dann machen wir gleich auf jeden Fall noch den Drachenreiterangriff. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja auch beim Update, dass da mal irgendwie was kommt, dass mal irgendwie so ein paar Truppen wieder geboostet werden, damit man einfach mal wieder ein bisschen flexibler ist. Und der ist jetzt richtig schlecht für mich, weil der 3 Multis hat. Das ist natürlich gar nicht gut. Wow. Das ist gar nicht gut. 3 Multis gegen die Super Magier und gegen die Hexen, das ist natürlich ultra Mist jetzt. Dann müssen wir gucken, dass ich jetzt hier zumindest 2 Sterne hole. Der wäre gut gewesen jetzt gleich für die Drachenreiter. Da sind natürlich Multis eigentlich ganz gut, denn sie haben halt nicht so ganz so viele Trefferpunkte zwar, aber der Multi macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Das wäre gut gewesen. Das wäre gut gewesen. Aber nun gut, wir müssen ja damit auskommen, was wir jetzt hier haben auf jeden Fall. Und ja, so, gezündet. Clanburg ist relativ weit unten. Iran 021, alles klar. Bring, da mal einmal gefrieselt. Ja, Adlerdev können wir erst noch so lassen. Die müsste ja gleich irgendwann down gehen. Aber ich muss jetzt warten, jetzt, was halt aus der Clanburg rauskommt. Das Katapult nervt. Das Katapult hat ein bisschen genervt. Oh, da kommt viel raus. Oh. Hexen kommen raus und Bogies. Hexen und Bogies. Plus noch die Inferno-Türme dabei. Na, das ist ja echt mal eine lustige Kombination. Aber das haben wir hingekriegt. So, das müsste jetzt gleich alles kaputt sein. Königin lebt ja auch noch. Kann ich noch zünden? König hat jetzt nochmal ordentlich getankt. Jo. Ich zünde jetzt schon mal eben, damit der Inferno-Turm weg ist. Weiter. Jetzt geht sie erst auf die Clanburg. Jetzt geht sie noch auf den zweiten Inferno-Turm drauf. Der ist auch weg. Ja, nicht so, ich hab's gesagt, nicht so ganz so viele Prozente. Es war im Endeffekt schon klar, in dem Moment, wo ich dann gesehen habe, dass der so viele Multis hat, war mir schon klar, auf was das jetzt hinausläuft. Nämlich auf 2 Sterne mit nicht ganz so vielen Prozenten. Lebt denn irgendwo noch was? Die Frage ist, wo lebt noch was? Wer sieht es? Ach, da oben! Der Einzelkämpfer da oben ist noch am Leben, aber es macht jetzt nichts. Also, das war schon mal das. Guten Loot mitgenommen noch, ist in Ordnung. 6 Millionen haben wir jetzt schon wieder im Lager drin. Wir müssen jetzt natürlich was anderes anfragen. Und zwar 2 Drachen, einen Ballon. Die Zauber lasse ich so. Wir nehmen aber einen Zeppelin mit. Zack, zack, zack. Nehmen das auch mit. Ja, das ist das. So, jetzt gucken wir eben drauf. Ich bilde für gleich nochmal wieder was aus. 4 Stück. 4, nicht 5. So, das passt auch soweit.
Zauber. 1, 2, 3, 4, 5, wer weiß wie viele. 8 Stück natürlich. Belagerungsmaschinen nehme ich mal ruhig noch. Nee, Zeppelin nicht. Nehme ich mal ruhig noch einen davon mit. Ah, da habe ich eh noch so viele von. Dann lassen wir das jetzt mal so. Und wir gucken mal drauf, ganz kurz, bis ich meine Truppen habe. Was ist jetzt mit den ganzen Sachen? Luftbombe dauert einfach mal noch 5 Tage. Was? Luftbombe, Luftbombe, Bombe, Bombe, Bogenturm. Also die Bogentürme sind in 8 Tagen, 20 Stunden alle durch. Dann sind alle Verteidigungsgebäude weg. Die sind alle verbessert. Luftbombe fehlt noch, Bombe fehlt noch, Riesenbombe und Mauer. 8-mal Mauer, aber nicht mehr lange. Jetzt gleich nur noch 7-mal Mauer für 5,95. Zack. 7-mal Mauer. Ja, ich hätte noch ein Buch, glaube ich, zur Sicherheit, falls die Lager überlaufen, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Bam, 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 bam. Okay, dann machen wir das anders. Dann mache ich jetzt erstmal die Luftbombe. Bauarbeitertrank, habe ich noch einen? Gut. Ja, dann machen wir einen kurzen Cut. Gleich geht es rund. Ich stelle den Kollegen hier schon mal auf Luft. Aber ich habe auch die falschen Skins drin, glaube ich. Partywächter will ich überhaupt nicht haben. Du, mein Freund. Gladiatorwächter, genau. Und was haben wir sonst noch zur Auswahl? Den habe ich hier nicht, den Skin. Den Champion-Skin habe ich hier nicht. Päckerkönig finde ich ist aber ganz hübsch auf jeden Fall. Den nehmen wir mal rein und... Herbstkönigin? Nein. Wir nehmen die Kriegerkönigin. Kriegerkönigin, jetzt fehlt noch die Gladi. Die hat sich hier hinten versteckt. Gladi habe ich, glaube ich... Ja, lassen wir mal Dschungel-Gladi. Lassen wir mal die Dschungel-Gladi. Alles klar, mal einen kurzen Cut und dann greifen wir gleich nochmal an. Mit Drachenreitern und mit Drachen. Eine super Kombination. Bis gleich. Okay, in 18 Sekunden sind die Helden fertig und ich habe jetzt gerade noch in der Pause mal eben schnell die Lassie fertig gemacht. Bedeutet, jetzt habe ich noch 156.000 an Dunklem. Wenn der 7. Krieg vorbei ist, wenn die CWL vorbei ist, kann ich mit den 100... Kann ich im Endeffekt entweder 153.000 ausgeben für die Eule oder ich nehme Lassie oder ich nehme das Jack und level ich es dann auf. Mal gucken, je nachdem, wo ich gerade Lust drauf habe. Ja, die Begleiter werden noch ein bisschen dauern. Der Rest geht. Der Rest ist ja schon fertig. Gladi fehlt auch noch ein bisschen was. Aber ansonsten sieht das doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt greifen wir an, Leute. Jetzt gucken wir mal drauf. Was ist das für eine Base? Kenne ich auch wieder. Ich werde auf jeden Fall von hier oben angreifen. Das weiß ich schon. Deswegen blitze ich da schon mal weg. So, Clanburg möchte ich auf keinen Fall locken. Das ist das Ziel. Auf keinen Fall kommen. Geht da rein. Ja. Möchte die Clanburg auf keinen Fall locken. Der König läuft jetzt schon mal weg. Ist. Ja, kann man nicht immer vermeiden. So, die Königin müsste aber gleich eigentlich zur gegnerischen Königin laufen. Böse, 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 Queen, böse, böse, böse. Ist weg. So. Soll ein bisschen geheilt werden noch. König kann ich schon mal zünden. Königin muss ich auch zünden. Nicht, dass wir das vergessen. Nicht, dass wir das jetzt vergessen. Das wäre nicht gut. So. Was wir natürlich schon mal wegholen wollen. Ja, das ist schon mal weg. Gut. Inferno-Turm ist weg. Jetzt noch bitte die Luftabwehr. Komm. Luftabwehr noch eben. Komm. Und dann bitte die Clanburg. Wenn es geht, nicht locken. Okay, wir haben sie gelockt. Ein Hund ist drin. Okay, dafür habe ich ja noch einen Backup-Plan. Wenn der Hund rauskommt, haben wir noch einen Backup-Plan. Und der sieht aus wie folgt. Ich locke den Hund und alles, was da noch mit dabei ist, locke ich jetzt erstmal ganz da hinten hin. Ganz weit weg. Damit wir da jetzt erstmal nichts mit zu tun haben. Jetzt entscheide ich mich aber auch für den Felsenwerfer anstatt des Zeppelins, weil der Weg einfach viel zu kurz ist. Der Weg ist viel zu kurz bis zum Rathaus. Das würde sich nicht lohnen. Deswegen machen wir das jetzt so. Rip, rip, rip. So. Da habe ich jetzt nämlich schon mal einmal gefreezed. Einmal schon mal den Wutzauber drauf gedroschen. Ja, das ist natürlich... Das Katapult ist natürlich übel. Das muss man sagen. Das Katapult ist übel. Multi-Infernos sind eigentlich ganz in Ordnung. So. Der Hund ist ganz da hinten. Das bedeutet, das ist das Problem. Den kann ich jetzt erstmal nicht locken, denn wir wollen ja nicht, dass er da... Wenn ich die Gladi setze, kommt der Hund an. Das ist das große Problem jetzt gerade. Und das Katapult hier ist das zweite Problem. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Jetzt setze ich da nochmal eben den Wutzauber drauf. In der Hoffnung, dass die bitte sich das Katapult mal irgendwann schnappen. Bitte, 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 komm, 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 komm. Schafft er aber noch. Schafft er noch, 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 schafft er noch. So. Also ich werde jetzt schon mal, ich gehe jetzt schon mal davon aus eigentlich, dass wir keine 3 Sterne holen.
Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen tricksen und jetzt muss ich die Gladi schon mal direkt zünden, damit das schon mal weg ist. Und jetzt kommt sowieso der Hund da vorne hin. Ist aber in Ordnung. Zeittechnisch wird es jetzt zwar ein bisschen knapp werden, aber ich könnte noch die 80% holen. Die Gladi ist jetzt sowieso weg. Die hat ihre Aufgabe erfüllt, hat nämlich noch eben schnell die Luftabwehr geholt. Ja, und dann war es das jetzt gleich auch schon. Ja, die Warden-Statue kämpft noch gegen meinen Drachenreiter. Aber wir kommen wieder sehr gut voran hier eigentlich. Ja, ist in Ordnung. 87%. Ja, der Hund. Der Hund hat es mir so ein bisschen noch, das war im Endeffekt der Knackpunkt. Aber ihr seht, trotzdem sind es noch 87% geworden. Trotzdem nehmen wir uns den Bonus noch mit. Auch nicht schlecht. Das passt auf jeden Fall. So, ich bilde nochmal eben aus. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Ja, dann sieht es ganz gut aus hier mit... Warte mal, jetzt habe ich mich vertan. Ja, so natürlich. Dann sieht es ganz gut aus mit dem Maxen dieser Base. Ich bin sehr gespannt, wann das soweit sein wird. Ob wir das vor dem Update noch schaffen werden oder nicht, das wird, glaube ich, knapp werden. Denn ich muss ja noch die ganzen Heldenlevel machen für die Gladi und noch für unsere Freunde hier im Begleiterhaus. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die richtigen Truppen anfordern, bitte, immer eben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.